Wie herrlich, dass wir so dämlich sind. Als Frauenfreund, ja fast als Frauenrechtler, beklage ich die Irrwege der deutschen Sprache. Wir jubeln über herrliches Wetter und beklagen dämliche Antworten. Den Damen wird über das Adjektiv Blödheit bescheinigt, den Herren Attraktivität. Woher kommt diese ungerechte sprachliche Demütigung der Mehrheit der Bevölkerung? Immerhin leben die Damen statistisch 8 Jahre länger als die Kerle und haben schon längst bewiesen, dass sie in zahlreichen Feldern des täglichen Lebens ihren männlichen Zeitgenossen überlegen sind. Sogar beim forschen Auftritt einer Frau im öffentlichen Leben vermeidet man das Wort herrlich und ersetzt es allenfalls durch burschikos, das einem heranwachsenden Mann eben einem Burschen zuzuordnen ist. Tritt ein Mann eher weiblich auf, sagt man oft tuntig und spricht ihm von vornherein eine heterosexuelle Orientierung ab. Der Hausherr hat die Gewalt über das Anwesen, die Hausdame eine leitende, aber untergeordnete Funktion. Eine Schlossherrin passt in unser Sprachbild, aber ein Schlossdamerich? Der Gangster, der Flegel, der Rüpel sind negativ besetzte männliche Begriffe. Die Krankenschwester, die Liebe, die Großzügigkeit sind positive weibliche Begriffe. Es wird nur verwegene Ausnahmepersönlichkeiten als Nutzer der deutschen Sprache geben, die von Krankenbruder oder Lieberich reden, um die Begriffe zu vermännlichen. Selbst der homosexuelle Mann, der mit seinesgleichen eine Lebenspartnerschaft vor dem Standesamt beurkunden lässt, haucht seinem Gatten nicht ins Ohr: Unser Lieberich möge ewig halten. Ganz kompliziert würde es, wenn wir auch noch sächliche Begriffe in der Sprachbibel mit einbezögen. Also bleiben wir bei Mann und Frau. Bei Beschimpfungen greifen wir auf die Tierwelt zurück. Der blöde Hund oder der bescheuerte Esel sind bei Männern geflügelte Bezeichnungen für Geringschätzung, während blöde Gans, dumme Pute oder Ziege Angehörige des weiblichen Geschlechts abwerten. Kaum ein Mensch wird eine Frau mit unintelligente Hündin oder bescheuerte Eselin beleidigen wollen. Im umgekehrten Fall würden dummer Puter oder blöder Ganter eher Verblüffung als Verletzung erzeugen. Aber sei es, wie es ist. Im Behördendeutsch drückt sich auf Schriftstücken die Gleichberechtigung von Mann und Frau durch eine typografische Verballhornisierung aus. Auf Anschreiben und Formularen steht BürgerInnen, LehrerInnen, SchülerInnen. Wo liegt der demokratische Vorteil? Ist das ein Schritt in die Richtung der Umsetzung des verfassungsmäßigen Gleichheitsgrundsatzes? Artikel 3 Grundgesetz? Wo muss weiblich, wo muss sächlich, wo muss männlich formuliert werden? Interessanterweise sind die biologischen Außenbereiche des menschlichen Körpers maskulin, während viele Organe im Rumpf weiblich sind. Der Kopf und der Fuß sind männlich, während die Lunge, die Niere, die Milz, die Brust, die Bronche, die Leber weiblich sind. Aber warum sind der Magen, der Darm, der Hintern wiederum männlich? Die Intelligenz ist weiblich. Der Schwachsinn männlich. Mit meiner Tochter Pina Sophie machte ich aus diesem Quatsch ein Spiel. Wir aalten uns am Mittelmeer in der Sonne und verabredeten, maskuline Begriffe in feminine zu wandeln. Ich sagte zu meiner Tochter: Du zauberhafte Schlauköpfin, sei vorsichtig, die Sonne ist sehr heiß, der Sonnenlicht brennt ziemlich stark. Sie antwortete spielerisch: Die Himmelin ist wunderbar blau, es ist kein Wolkenlicht zu sehen. Die Wetterberichtin sagt für die nächsten Tage viel Hitzerich voraus. Ein Eisverkäufer kam in Sichtweite und sie fragte mich, ob sie ein Eis haben dürfte. Ich bejahte
und ergänzte, ich muss nur meinen Brustrich zu Ende einölen, dann gebe ich dir Kleingeld. Wir lachten herzlich und amüsierten uns über den, die Schwachsinnen auf den Formularen. Zurück in Deutschland hatte ich die Gelegenheit zu einem Gedankenaustausch mit einer Dame, die sich auch in politisch lobenswerter Weise für die Gleichberechtigung der Frauen einsetzt. Ich erzählte ihr von den Wortspielen mit meiner Tochter und meinte, dass man es sprachlich in Gesetzen, Vorschriften und Formularen auch übertreiben könne. Sie trug schon mit ihrer Frisur einen praktischen Herrenschnitt zur Emanzipation der Frau bei. Obwohl sie durch ihr Antlitz eher maskulin streng wirkte, lächelte sie, als ich sie auf ihren Herrenschnitt hinwies. Sie entgegnete, dass dies praktischer sei. Ich hatte es in den letzten Wochen nicht mehr zum Friseur geschafft und wies auf meine nicht enrollierte und der Länge wegen eher als Damenfrisur zu bezeichnende Haarpracht hin. Sie wollte daraufhin das Gespräch mit mir bei einem Spaziergang im Freien vertiefen. An dem Tag blies bei uns in Schleswig-Holstein eine steifer Brise Rich. Ich bat sie um Verständnis, dass ich auf den Spaziergang wegen unpassender Kleidung verzichten wolle. Sonst lief ich Gefahr, dass ich mir wegen meines Unterhoserichs, der eigentlich nur eine dünne Slippin sei, meine Hodin erkälten könnte. Bei aller Kälte im Freien war bei ihr das Eis gebrochen. Sie schlug lachend vor, dass wir uns im nächsten Gespräch um die sächlichen Begriffe kümmern könnten. Ich griff das Thema Frisur auf und verwies auf eine bedeutende Politikerin der Grünen, die in der Regierung Schröder-Fischer den Posten der Landwirtschaftsministerin bekleidete. Meine Gesprächspartnerin fragte mich, was ist an ihrer Frisur sächlich? Als Ökopolitikerin hat sie wahrlich durch das Styling ihrer Haare ihre umweltpolitische Intentionen nach außen getragen. Egal, ob wir der Haarschnitt oder die Frisur sagen, in diesem Falle hat sie sich mit ihrer Haarpracht vor der Pflanzenwelt verneigt. Bei ihr heißt es das Gestrüpp. Etwas säuerlich grinste meine Gesprächspartnerin. Über Geschmack lässt sich eben nicht streiten. Ich versuchte sie wieder aufzubauen, mit den persönlichen Worten einverstanden. Aber ist es nicht herrlich, dass wir so dämlich sind? Falls allerdings auf einem der von Terroranschlägen bedrohten Flughäfen oder Bahnhöfen eine herrenlose Damenhandtasche von einem Spezialkommando gesprengt wird und sich erfreulicherweise darin nur Kinderspielzeug befand, sollten wir diese dämliche Situation nicht als herrlich empfinden, sondern aufgrund der Sicherheitslage anders einordnen.